Was geht ab, liebe Freunde? Ich bin der Basti. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club Sounds TV am Sonntag. Heute mit unserem Fundstück der Woche. Peace! Diesen Sonntag haben wir ganze 3 Fundstücke für euch und anfangen wollen wir mit was richtig, richtig Gutem. Richtig gut. Mit A Cappella und Beatboxing ist es ja immer so. Es gibt richtig Gute und es gibt so richtig, richtig Schlechte. Keine Angst, wir haben etwas richtig Gutes. Die Gruppe Barry One hat nämlich den Überhit Mi Gente einfach mal komplett neu interpretiert. A Cappella und Beatboxing. Und das Ganze hört sich auch richtig, richtig, richtig fett an. Hier ist also der erste Teil unseres Fundstücks der Woche. Bitteschön. La tête, don't stop me, Renté. Say yo, 2, 3, let go. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Also nochmal ganz kurz zum Anfang. Wir bitten euch ja immer wieder darum, wenn ihr Fundstücke habt, New Tracks oder sonst dergleichen, kommt in unsere Club Sounds Gruppe und dort postet gerne alles rein. Und das hat auch ein Mitglied getan und hat etwas sehr Verstörendes reingepostet. In dem Video sehen wir einen jungen Mann aus Köln, wie er ja extrem doll McDonald's abfeiert und deren Burger. Das Problem an der ganzen Sache ist, synchronisieren vom Video und ich sag zu viel. Leute, gebt euch einfach dieses Fundstück der Woche. Verstörend, aber witzig, aber komisch. Bitteschön. Ja, ich gehe jetzt zu McDonald's rein und werde einfach mal etwas anderes machen, was ich sonst anders mache. Media Play X ist wieder jetzt am Start. Alle schreien Hurra, Media Play X da. Ich raste jetzt aus, denn der Mac ist so geil. Ich bestelle mir jetzt etwas ein leckeres Gericht. Zum Beispiel einen Cheeseburger oder auch einen Hamburger oder auch ein paar Pommes und eine mittlere Cola. Kommt schon, die Party geht jetzt ab und ich feier mit den Jungs mein Leben lang. Alle Leute, die uns nicht bürgern, die sind alle Langweiler, die hasen uns nur rum. Die haben echt das Beste. Hey, Hamburger hoch, leg die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, hängt die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, leg die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, leg die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Letztes Jahr hatte ich noch keine Interesse an Cheeseburger und am Hamburger schon gar nicht, Mann. Ich esse lieber Pizza oder einen Döner. Das ist echt jetzt ekelhaft, Mann. Ich möchte lieber Cheeseburger oder auch Hamburger. Das schmeckt mir wirklich so köstlich wie kein anderes, Mann. Alle Hater, die uns nicht mögen, sind Langweiler. Ich hasse so welche Hater. Manche sagen echt, wir sind bescheuert. Die können nicht echt erhängen gehen. Hey, Digga, komm, wir suchen etwas mehr Konkurrenz. Ohne Konkurrenz haben wir echt Langweile. Wir kümmern uns nicht um Hater, Mann, die sind echt behindert wie keine andere. Die haben nicht Hamburger hoch, mach die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Hey, ganz wie gewohnt, heb die Hamburger hoch. Hey, hey, Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Hey, Hamburger hoch, heb die Hamburger hoch. Ja, heb die Hamburger hoch. Ja. So, zum Schluss, wir haben euch aber dieses Mal 3 versprochen. Gibt es noch etwas richtig Tolles? Und zwar hat sich die Empire Diskothek überlegt, Mensch, wir haben Timmy Trumpet jetzt nochmal eingeladen für uns. Wisst ihr, was wir machen? Wir begrüßen ihn mal auf eine richtig charmante Art und Weise. Der kam nämlich mit einem Zug an und dort wurde er am Hauptbahnhof mit einem schönen Volksmusik, mit einer Band, Volksmusikband, begrüßt. Ja.
Super witzige Idee und auch Timmy Trumpet fand das extrem witzig. Also hat sich im Video auf jeden Fall, sieht es so danach aus. Idee, klasse, charmant und ja, so möchte man doch begrüßt werden. Hier ist also unser drittes Fundstück der Woche, bitteschön. Heißt nochmal wieder an dieser Stelle, das war Club Sounds TV für diesen Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Wenn ja, Däumchen nach oben wäre super, Kommentar gerne hinterlassen und abonnieren nicht vergessen und die Glocke machen, dann verpasst ihr nichts. Was eine To-Do-Liste. Kriegt ihr hin. Ich vertraue euch auf jeden Fall. Wir sehen uns Dienstag wieder zu den News, Brett und Classic und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer, wann ihr gerade diese Sendung schaut. Tschüss! Free.